Ja, mit der heutigen Aktion wollen wir die Politiker darauf aufmerksam machen, dass hier eine Diskriminierung stattfindet, erster Rangordnung. Wir haben vom Verhältnis gesehen eine zigfach höhere Quadratmeterzahl zur Verfügung, die wir den Kunden ordentlich bedienen können. Und es ist nicht zu verstehen, dass hier keinerlei Begründung für uns erfolgt, warum wir schließen müssen, warum wir nicht bedienen dürfen. Es ist nicht zu verstehen und wir wollen das auch nicht mehr hinnehmen. Wir werden auch an verschiedenen Stellen, wo es geht, klagen in Zukunft. Ja, wir sind jetzt hier in unserem Kampagnenbüro am Gendarmenmarkt in Berlin bei den letzten Vorbereitungen für unsere politische Aktion für das Kfz-Gewerbe.